Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem ausgepackt und ausprobiert Video zu dem Speedybee VTX DVR Board. Fangen wir an. So, da wären wir jetzt einmal bei dem Speedybee VTX DVR. Ja, das ist ein Videosender mit der Möglichkeit, das FPV-Bild direkt aufzunehmen. Ne? Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Ich mache aktuell das so, dass ich mein FPV-Bild auf dem Monitor aufnehme, den ich halt auch benutze zum Fliegen. Das heißt, die ganzen Störungen, die auf dem Weg vom Sender zum Empfänger kommen, werden natürlich auch aufgenommen. Ne? Und das sieht man dann halt, das sieht nicht schön aus. Und hier ist es halt so, dass dieser ganze Transportweg sozusagen wird nicht aufgenommen. Ne? Es wird direkt auf dem Chip aufgenommen und dann weitergeleitet an den Empfänger, an den Monitor. Ja, und das ist natürlich deutlich besser, ne? Wenn man dann halt mal seinen Flug analysieren möchte oder eben anderen zeigen möchte und so weiter. Bevor ich das Teil heute auspacke, gehe ich einmal noch durch die wichtigsten technischen Details. Und zwar bietet das Ding eine Auflösung von VGA, also 640x480 Pixeln at 30 Frames pro Sekunde bei NTSC oder bei PAL 25 Bilder pro Sekunde. Das Teil hat ein eingebautes Mikrofon, MicroSD-Karten kann man einstecken und zwar bis zu einer Maximalgröße von 32 GB. Ich versuche bestimmt auch mal eine 64 GB Karte einzustecken. Sag euch dann, ob das funktioniert oder nicht. Dann Frequenz, ja, 5,8 GHz bei 48 Kanälen. Das Ding leistet 25 mW, 200 mW und 600 mW, wobei 25 natürlich nur erlaubt sind in Deutschland. Dann Video Input 75 Ohm. Dann als Antenna-Connector ist ein MMCX-Anschluss vorhanden. Das Ding kann betrieben werden mit 7 bis 26 Volt. Das ist soweit auch ganz gut. Dann die Arbeitsspannung beträgt 9 Volt bei maximal 450 mA. Und das Ding kann auch Strom ausgeben und zwar 5 Volt bei maximal 250 mA. Das Teil wiegt 7,5 Gramm und die Dimensionen, die Ausmaße betragen 36 mm mal 36 mm, wobei die M3-Bohrung 30,5 mal 30,5 betragen. Ja, und jetzt mache ich das Ding mal auf. Das Ganze hat mich knappe 16 Euro gekostet. Das ist ein sehr guter Preis. Direkt bei Speedybee geordert. Ist innerhalb von knappen 2 Wochen bei mir angekommen. Der Preis 16 Euro sind okay. Das Ganze kommt in dieser Verpackung hier, recht nett gehalten. Man sieht dieses Board, dann die Beschriftung und ansonsten hier hinten noch mal ein bisschen was, ein QR-Code und ja, ansonsten ist hier nicht so viel zu sehen. Da mache ich das Ding mal auf und hier ist direkt das Board schön gesichert. In diesem Kunststoff gucke ich mir gleich mal an und dann gibt es hier noch ein bisschen Zubehör und zwar einmal M3 Spacer und Schrauben und so weiter bzw. Muttern in ausreichender Stückzahl. Dann haben wir hier eine Antenne. So, Moment. Einmal halt mit dem passenden Connector für das Board und dann halt ein ganz normales, nicht RPMSA, sondern SMA. Da brauche ich einen Adapter für meine Antennen. Dann hier nochmal eine richtige Antenne. Also tatsächlich, weil das ist ja hier nur der Anschluss für eine Antenne, für eine FPV-Antenne. Und hier ist dann nochmal so eine kleine, die man direkt anschließen kann. Ne? Hat natürlich nicht die Reichweite von einer richtigen ausgewachsenen Antenne, aber mein Gott, kann man direkt mal loslegen. Dann hier noch ein bisschen Kabellage mit Stecker, mit passenden Stecker. Und das wird dann alles angelötet. Ich werde euch sicherlich auch mal hier den Lötplan oder eben diesen ganzen Schaltplan für das Board zeigen. Hier noch mal ganz kurz, fast vergessen. Die Anleitung,
Ja, gut, hier sieht man das auch alles. Das ist schon mal ganz gut. Ah, hier. Hier sieht man dann halt, wie man das Ganze verlöten muss, welche Kabel was sind. Dann sieht man hier noch den VTX-Button, den Knopf, Mikrofon. Hier dann auch nochmal die ganzen Teile. Hier der MMCX-Konnektor. Und dann noch die ganzen Frequenzen bzw. Kanäle. Und dann, wie man das halt auf einem Flight Controller anschließt. Und hier dann nochmal die ganzen Betaflight-Einstellungen. Ne? Und hier sieht man dann noch, wie man halt in das Menü kommt und dort dann halt im Betaflight on the fly sozusagen die Einstellung durchführt und die, die Output-Power dann verändert, ne? Erhöht, niedriger macht und so weiter und so fort. Hier nochmal gucken. Ja, hier im Grunde das Gleiche. Hier nochmal die ganzen technischen Details. Und ja, hier steht noch, wie man dann eine Aufnahme durchführt, beziehungsweise eine Micro-SD-Karte formatiert und so weiter und so fort. Ja, sehr, sehr schön gehalten das Ganze. Farbig auch alles, ne? Sehr, sehr hochwertig. Macht das schon mal, zumindest der erste Eindruck ist schon mal sehr hochwertig. Hier jetzt der Chip an sich oder das Board. Und das sieht auch sehr, sehr schön aus, ne? Was ich schon mal gut finde, gerade diese etwas, ja, von der Qualität besseren Boards sind auch immer schön matt gehalten. Das finde ich ganz cool. Diese billigen China-Klone, die sind immer so ein bisschen, ja, man sieht einfach, dass sie nicht ganz so hochwertig sind, ne? Und hier wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die Verarbeitung sieht offensichtlich tatsächlich sehr gut aus. Was ich noch empfehlen würde bei den ganzen Konnektoren, dass man hier noch ein bisschen mit Heißkleber rangeht und das nochmal fixiert, weil es kann immer mal passieren durch ständiges Rein- und Rausstecken oder Abstecken, dass mal so ein Konnektor auch mal abfällt. Ne? Das ist insbesondere bei günstigeren Controllern der Fall. Und um sowas eben zu verhindern, würde ich mal auf jeden Fall ein bisschen Heißkleber raufbatschen. Hier sieht man dann die Unterseite. Und hier der Micro-SD-Karten-Slot, das BDB-Logo. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön, das Teil. Und ich werde das jetzt demnächst mal auf einem meiner Kopter verbauen und dann in Betrieb nehmen. Ja, und ich zeige euch jetzt abschließend noch eine Testaufnahme von einem Testflug. Sag euch, was ich von der Qualität so, ja, halte. So, jetzt seht ihr nochmal einen Testflug und ja, ich drehe hier ein paar Runden übers Feld, über die Bäume und so weiter und so fort. Ja, und im Copter ist jetzt natürlich einmal dieses SpeedyB VTX DVR Board verbaut. Dann ist da noch als weiteres verbaut ein F3 Flight Controller, bisschen älter, aber macht seinen Job wunderbar, ohne Probleme. Ja, dann halt noch ein Martec PDB, dann RacerStar Motoren. Gut und günstig funktionieren. Ich bin da eigentlich recht zufrieden mit den Dingern, insbesondere eben für den Preis. Dann halt RacerStar 4-in-1 ESC und dann das, was ihr jetzt gerade seht, eine Foxeer Aero V3 FPV-Kamera. Ne? Die finde ich recht gut. Die hat halt auch WDR verbaut. Ne? Also da kann man halt auch vernünftig in wirklich starkem Sonnenlicht fliegen. Da gibt es keine Probleme im Grunde. Ne? Ja, und ihr seht jetzt, es gibt keinerlei Störung, die man normalerweise, wenn man zum Beispiel über eine FPV-Brille aufnehmen würde oder über einen Monitor mit DVR-Funktion, da hätte man dann immer in der Aufnahme diese ganzen Störungen, die halt entstehen aufgrund der Verbindung vom Monitor zum Videosender. Und das entfällt hier komplett, weil man eben direkt von der Kamera aufnimmt. Und das Videosignal wird dann durchgeschleift zum Videosender und wird dann an den Monitor gesendet. Dort sieht man natürlich wiederum diese ganzen Störungen, aber die Aufnahme an sich, die ist wirklich störungsfrei halt. Ne? Ja, und ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem SpeedyB VTX DVR Board. Ne? Das Teil für ungefähr 22 Euro, die ich bezahlt habe für das Teil, kann ich echt nicht klagen. Ne? Auch die Sendeleistung ist super. Also hier in Deutschland natürlich eben nur 25 Milliwatt erlaubt.
Und da hatte ich auch keine großartigen oder eben nennenswerten Störungen und so weiter. Natürlich, wenn man hinter einem Baum fliegt oder so, ne, dann hat man natürlich ab und zu mal so kleine Störungen und so weiter, aber das ist normal. Ja, und nebenbei noch zu SpeedyB. SpeedyB ist eine Firma von Runcam oder eine Tochterfirma von Runcam. Runcam kennt man als FPV-Kamerahersteller. Und ja, dann weiß man auch, dass der Hersteller an sich jetzt nicht irgendwie unbekannt ist, sondern halt tatsächlich zu Runcam gehört und ja, dann halt natürlich qualitativ auch hochwertig ist, ne? Ja, wie gesagt, ich kann das Board wärmstens empfehlen, finde es richtig gut. Falls ihr das Video irgendwie interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ein Abo und Teilen wäre natürlich auch nett. Ansonsten bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.